davor ist ein Gast bei uns mit einer ungewöhnlichen Karriere. Zuerst Tischler, dann Postler, jetzt Kabarettist. Es war gestern. Gestern schickt man einkaufen, schreibt man alles brav drauf, gell? Brot, Eier, dann bin ich in ein Bauhaus gefahren, Lackdosen gekauft, ja, wenn das will, warum nicht? Komm ich heim, sagst Freddy, hast du das gekriegt? Sag ich, nein, freie Milch habe ich nicht gefunden. Sagst Freddy, ist das laktosefreie Milch? Ja, wer weiß denn das? Jetzt habe ich Lackdosen gekauft, die Trottel. Ja. Alltagserlebnisse und kleine Abenteuer. Freddy Hirkal verarbeitet am liebsten Geschichten, die er privat erlebt und macht daraus seine Kabarettprogramme. Bei deiner Wampen schreit doch jede Frau. Und ich weiß, dass ich zugenommen habe. Ich merke es selber. Ich habe einen Wäscherfinger immer. Ich friere mir zwei T-Shirts nebeneinander, brauche jetzt noch mehr eins und eine Socken daneben. Ich weiß das schon, ne? Bei der ORF-Sendung Die große Comedy-Chance erreichte der heute 49-jährige Freddy Hirkal vor 4 Jahren das Finale. Wir waren auf den Malediven. Und die eine kommt zu mir, do you like Ayurveda? Ich habe gesagt, nein, unser Veda mag ich nicht, darum bin ich ja da. Freddy Hirkal, vom Postbeamten zum Kabarettisten.